Hallo, ich heiße Elise Ogier. Ich bin Chorleiterin und habe Singing for Snorers entwickelt. Ein Do-it-yourself-Programm mit Übungen zum Mitsingen mit dem Ziel, die Rachenmuskeln zu trainieren und so das Schnarchen zu reduzieren. Je älter wir werden, umso mehr müssen wir trainieren, um der Erschlaffung unserer Muskeln vorzubeugen. Und dabei darf man auch die Rachenmuskulatur nicht vergessen. Bei vielen Menschen ist der Tonusverlust der Rachenmuskeln ein wichtiger Faktor, der sie anfällig für Schnarchen, ja sogar Schlafapnoe macht. Für solche Menschen sind diese gezielten Singübungen, die außerdem auch noch Spaß machen, eine gesunde und kostengünstige Lösung für ihr Problem. Weichgaumen, Zunge, hinterer Gaumenbogen und Nasenrachen werden dabei einzeln trainiert. Kurze, einfache Klangfolgen, mit denen die ausgewählten Muskeln wiederholt trainiert werden, wirken genauso, wie wenn man beim Training im Fitnessstudio immer wieder das gleiche Gewicht hebt. Singing for Snorers kann man in seine Alltagsaktivitäten einbauen. Dabei bekommen die Muskeln, die die oberen Atemwege offen halten, gleichzeitig ein umfassendes Training. Eine randomisierte, kontrollierte Studie zu Singing for Snorers mit einfachen Schnarchern und Patienten mit leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe hat eine deutliche Reduktion der Schnarchhäufigkeit und Tagesschläfrigkeit nach dreimonatigem Üben ergeben. Über 8000 Menschen haben Singing for Snorers ausprobiert und berichten über weniger Schnarchen, eine Reduktion der Häufigkeit und Lautstärke des Schnarchens, weniger Tagesschläfrigkeit und weniger vom Bettpartner beobachtete Atemstillstände. Sie haben also einen glücklicheren Partner und mehr Wohlbefinden. Singing for Snorers verbessert außerdem die Singstimme. Und das ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Nähere Informationen finden Sie unter www.singingforsnorers.com.